lebloser Körper liegt in der Kanalisation, zerfressen von Gicht, aber auch von Ratten. Und ein junger Mann namens Corey ergreift seine Maske und zieht sie sich über, um sich an all denen zu rächen, die ihn jahrelang gemobbt haben. Entschuldigung, das war gerade nur einer von meinen mal wieder total weirden Gedanken. Und hallo und herzlich willkommen an all meine Zuschauer und Filmfans da draußen zu einer neuen schockierenden Horror-Oktober-Filmkritik-Review hier auf Lord Gamgamfool, The Other Side of Movies. Ja, und ich habe hier jetzt am Anfang einfach nur so, weil ich dachte, es muss jetzt mal sein, so einfach mal spoilernderweise meine Fantasien zu dem Film Halloween Ends gepitcht. Ja, dem großen Elefanten im Raum diesen Monat, was neuere Horrorfilme angeht, beziehungsweise ist das jetzt endgültig der Abschluss der Laurie Strode Timeline. Aber das muss nicht heißen, dass das Thema Halloween endgültig vom Tisch ist. Nein, definitiv nicht. Da wird noch etwas kommen. Mich würde natürlich interessieren, was Onkel Johnny davon hält, von diesem Teil. Denn immerhin hat er natürlich hier auch wieder die Musik beigesteuert, die mir aber auch, muss ich sagen, diesmal sehr, sehr gefallen hat. Ja. Und die sicherlich dann noch ein bisschen mehr am Kopf hängen geblieben ist als alles andere, was diesen Film letzten Endes ausmacht. Auch wenn ich jetzt sagen würde, dass Halloween Ends hat Ambitionen, wo gar keine Ambitionen sind. Aber man kann ja nicht nochmal das gleiche wie in Halloween Kills machen. Also krude Kills aneinander rein, zwischendrin wieder diese Lynchmob-Mentalität, also Gesellschaftskritik mit einem Holzhammer und so weiter. Ja, und wir legen einen ordentlichen Zeitsprung hin. Na gut, abgesehen vom Prolog, ein Jahr später, 2019. Es ist mal wieder Halloween. Der männliche Babysitter Corey Cunningham soll sich um einen kleinen Jungen kümmern, der ihn leider ärgert, der ihn einschließt. Und der, er muss so einen Tritt haben, der könnte, hätte sich eigentlich auch bei der Polizei bewerben können. Der hat so einen Tritt drauf, das Kind fliegt dann übers Geländer und ist hinüber. Allerdings im unpassendsten Moment, so wie es Drehbuch halt will, genauso den Dialog, was das Drehbuch haben will. Ich habe ein Messer, ich werde dich töten. Nein! Und dann so, du hast mein Kind getötet. Ja, na gut. Mehr passiert eigentlich nicht, ja, sagen wir es mal so. Wir sehen nicht die Gerichtsverhandlung, wir sehen gar nichts. Ja, und dann haben wir natürlich nochmal einen Sprung 3 Jahre später. Ja, Haddonfield ist noch toxischer als zuvor. Ja, die einzigen Figuren, die Heidi-Dai, die beschwingt durchs Leben hüpfen, sind Laurie, nein, und nicht ihre Cousine, Nichte, was auch immer, Allison, ihre Enkelin, ja. Und während Laurie natürlich an ihrem allerersten Bestseller-Roman schreibt, ihren Memoiren, ja, mit denen sie natürlich ganz klar Sam Loomis hier aussticht in dieser Timeline, ich glaube, der hat es nie geschissen bekommen, arbeitet ihre Enkelin natürlich im Krankenhaus, einem Schauplatz, den wir natürlich aus vergangenen Zeiten kennen, ja, und ihr Chef ist natürlich ein toxischer weißer Mann und ihre Kollegin ist eine toxische rothaarige Frau und da fängt es eigentlich schon quasi an und ja, Corey lernt natürlich in dem passendsten Moment kennen, wie das Drehbuch es halt will. Er trifft auch so 10-Jährige, die mit einem Mercedes-Benz durch die Gegend fahren, so die voll hip drauf sind. Ja, und er zerbricht vorsichtig eine Flasche in seiner Hand, ist dann ein bisschen verletzt und die machen ihn natürlich ein bisschen runter. Ja, keine körperliche Gewalt an sich. Dann taucht Laurie auf und das ist so der Moment, der die beiden zusammenführt, weil es halt das Drehbuch so will. Weil das Drehbuch will ja auch, dass er dann Allison kennenlernt. Ja, wo natürlich viele in anderen, ich glaube in einer Review es mitbekommen, die haben gar keine Beziehung oder so. Oder die platonische Beziehung, nein, definitiv nicht. Also sie verarztet ihn ein bisschen schön, holt die Splitter aus seiner Hand raus. Ja, wenig später bandeln die beiden ein bisschen an, ja, auch wenn er da mit der Mutter des toten Jungen nochmal konfrontiert wird, ja. Hätte der Film eigentlich auch nicht gebraucht, weil das ist jetzt so keine Hulle. Ja, und dann küssen die beiden sich sogar und ja, die gehen auch miteinander ins Bett und machen Schweinkram. Ja, den wir natürlich nicht sehen, ja, das ist auch unwichtig. Aber, also das war auf jeden Fall, der Film zeigt schon eine Beziehung. Eine leider sehr, sehr kurzlebige Beziehung, weil das Drehbuch dann sich meint, wir müssen Laurie auf den Pfad bringen, dass sie erkennt, dass er doch das Böse ist. Genauso wie der Finger, der in der Kamera so rumfummelt, dass er böse ist. Egal wie, ja. Aber sie sieht dann plötzlich Corey ist böse, ich muss euch
beobachten, ja. Und das Schlimme ist, Corey ist jetzt fast schon, Schwiegermutter eigentlich nicht in Spe, beobachtet ihn dann, aber seine Mutter, sie ist ja genauso schlimm. Corey, mit wem schreibst du da? Was ist denn mit dir? Hör auf damit! Ja, aber bevor wir natürlich, ja gut, wir haben das natürlich dann, und dann kommt natürlich der große Reveal, in dem wir eigentlich unseren, die wahre Hauptattraktion mal wieder zu Gesicht bekommen. In der Kanalisation, in einer Ecke stehend, umgeben so von Spinnweben, ja, wobei ich mich echt frage, was hat er die letzten 4 Jahre eigentlich gemacht? Okay, es sind ein paar Leute verschwunden, das wird auf jeden Fall gesagt, es hängt auch in der Nähe des Ortes, wo unser Michi jetzt halt residiert, auch ein Schild, ein Billboard, wo eine gewisse Megan ja, drauf ist, die vermisst wird, die er sich geschnappt hat. Das Problem ist halt, man findet halt, da sind auch keine Leichen oder so. Vielleicht sieht man das nochmal eine Extended Cut oder Fassung oder so. Ja, und Corey stolpert von sich rein, beziehungsweise ja, er wird, die komischen 10-jährigen Kinder kommen da nochmal, schubsen ihn runter und oh, der ist doch tot, oder ne? Und dann wird er halt in die Kanalisation reingezogen. Und dass wir das sehen, wir hören halt nur Geräusche, ich weiß nicht warum, der Film sich nicht dafür interessiert, uns das irgendwie zu zeigen, aber da ist natürlich noch ein Penner, ein Obdachloser, dem ist es auch vollkommen egal. Der hätte schon längst zur Polizei gehen können und sagen können, da ist dieser Verrückte, der ist da unten in der Kanalisation, den können sie jetzt festnehmen. Und dann wäre der Schrecken rum gewesen und Corey hätte vielleicht nicht das getan, was er im Verlauf des Films er tut, denn der Film versucht nämlich den Staffelstab weiterzugeben, weil Michael ist mittlerweile zu alt. Er stand halt wirklich 4 Jahre in der Gegend rum. Ich weiß nicht, ob er sich von Ratten ernährt hat oder ob die ihn schon angekaut haben. Er hat sicherlich auch schon öfters genug seinen nicht mehr so guten Urin ins Trinkwasser der Stadt abgelassen, um sie weiterhin zu verseuchen. Das Thema ist ja das Böse, was im Hintergrund schlummert und das Böse, was in jedem Menschen steckt. Okay, jeder hat positive, aber auch negative Eigenschaften, mal mehr, mal weniger, ja, und das versucht der Film zu thematisieren und ich sah dann irgendwo immer so ein bisschen den Holzhammer rumschweben, ja, auch während der Anfeindungen von anderen Bewohnern gegenüber Laurie, die ja hier, ja quasi, sie hat im Internet ihre Adresse gedroppt und hat den Verrückten quasi dahin gelockt, den Oberhater von Haddonfield, ja, damit er quasi da ein bisschen aufräumt mit den ganzen doofen Bewohnern. Ja, es ist einfach unfassbar, wenn man sich das Ganze anschaut, ja. Also ich meine mal, das ist wirklich ernst gemeint, ja. Hier haben 4 Leute am Drehbuch geschrieben, David Gordon Green, ja, hat das Ganze hier irgendwie zusammen penöppelt, ja, und das ist quasi jetzt das großartige Finale, deswegen das Review-Embargo, kurz bevor der Film gestartet ist, hat das halt Bestand gehabt und hier haben wir jetzt halt quasi den Grund. Man muss allerdings sagen, Halloween Kills hat nicht wirklich viel erzählen können. Der Film hatte natürlich auch humoristische Anleihen. Ich sag mal, die Szene mit der Autotür in der Krankenschwester, also der Cosplay in der Krankenschwester oder so andere Sachen, ja, da war nicht viel Handlung hier. Hier versucht man es natürlich doch eine Handlung zu geben, weil man einfach merkt, Michael gibt nicht so viel her. Das ist nur The Shape, so nennen wir ihn. Er muss mystisch bleiben, aber mittlerweile ist er entmystifiziert. Es ist ein alter Sack, der steht unten 4 Jahre lang in Kanalisation rum. Dem fehlen halt eine Hand, fehlen 2 Finger. Der hat die ganze Zeit einen und selben widerlichen Overall an, stinkt wie die Seuche. 100 Pro, also jetzt wird es Geruchskino geben. Alter, da hätten viele Leute schon beim ersten Auftritt von ihm, die hätten das Kino verlassen. Ja, und steht da rum. Keine Ahnung wie oder was, er ist ja so ultimativ böse und das muss ich jetzt unbedingt nicht ernähren. Er ernährt sich davon, dass er hin und wieder mal irgendwelche Leute, die random vorbeikommen, umbringen, was wir natürlich nicht mitbekommen, ja. Und dann haben wir natürlich dann quasi diese wirklich mittlerweile toxisch aufgeladene Stadt, ja, in der die Großteil der Einwohner eigentlich nur noch Arschlöcher sind, ja. Du bist schon dort eingeladen, ja. Dann haben wir irgendwann diese Charakterentwicklung bei Laurie, wo ich mir dachte, da fehlt ein paar Szenen, diese Drohung. Du bist böse, ich werde dich umbringen. Ah, und am Ende werde ich es aussehen lassen wie ein Suizid. Ich rufe vorher noch die Polizei an. La 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 la. Weil sie immer denkt, ah, jetzt kommt er bestimmt an und will mich platt machen oder so ähnlich. Ja. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, einem so eine Handlung fortzusetzen. Ich meine, okay, gut. Großteil der Figuren hier, die sind einfach so absichtlich so geschrieben,
dass man damit eher klarkommt, wenn die alle umgebracht werden, ja, weil es einem vollkommen egal ist. Es ist wirklich alles unsympathische Figuren, ja. Unsympathische Figuren durch und durch, ja. Aber wenn man an sich eine Handlung hat, in der es eigentlich um einen Außenseiter geht, der ausgegrenzt wird von seinem Umfeld, der gemobbt wird, hätte man alles komplett anders aufziehen können. Den Prolog hätte man nicht gebraucht. Wir haben doch hier diese mobbenden 10-jährigen Kinder da, die schon mit Auto durch die Gegend fahren und die denken, sie werden die Geilsten. Es hätte vollkommen ausgereicht. Man hätte natürlich auch handelstechnisch hätte man eine Szene mit Michael einbauen können, der kurz vorm Abkratzen ist und dann die Maske an ihn übergibt, wo Corey ihm sagt so, ich muss noch etwas erledigen und so weiter, wo dann vielleicht Michael dann doch so eine gewisse Wahrnehmung hat für Menschen, die einfach von der Gesellschaft schlecht behandelt werden oder durchs Raster durchfahren. Aber das ist schon zu viel des Guten. Das ist schon zu viel Substanz, das ist schon zu viel Gesellschaftskritik und so weiter und so fort. Coming of Age, Außenseiter, bla bla bla. Ja, das wollen die Leute natürlich nicht sehen. Die wollen reingehen, die wollen sehen, wie Michael Myers da so 2 Stunden lang so da wegmetzelt. Und der Film hat auch wirklich seine Scary-Movie-Momente, die wirklich großartig sind. So abgetrennte Zunge auf der Schallplatte von diesem wirklich Quoten-POC, auch ein total unsympathischer Typ. Also hat ein paar Szenen, er ist durch die Bank weg unsympathisch, mehr Charaktereigenschaften hat er nicht quasi. Ja, Allisons Chef, der Arzt, ja, ist auch total unsympathisch, ein Sexist, weg mit ihm. Und so funktioniert der Film. Der Film macht es sich einfach, während er einem wirklich kompliziert die Entwicklung von Corey erzählt, mit der Michael was zu tun hat, keine Ahnung, nein, man hätte ja natürlich noch anders machen können, wenn er einfach sagen können, ja, du bist jetzt tot, ich nehme deine Maske, ich gebe mich als dich aus, ziehe meinen krassen Racheplan an einigen Bewohnern von Haddonfield durch, verschwinde dann quasi mit meiner neuen Liebe, vielleicht der Liebe meines Lebens, und dann ist die Handlung aus, und dann hätte der Film auch so einen gewissen Stempel gehabt. Ja, man hätte es ganz auch satirisch aufarbeiten können, aber man muss halt bedenken, David Gordon Green, Danny McBride, die kommen halt eher so aus dem Comedy-Bereich, ja. Also Ananas Express und sowas. Da darf man jetzt ehrlich gesagt Satire nicht erwarten, vielleicht eher so Humor, der ein bisschen so unter die Gürtellinie geht und so weiter. Das findet sich quasi hier auch in einigen Momenten. Und es ist halt nicht der epische Abschluss der Halloween-Reihe. Definitiv nicht. Es beendet jetzt irgendwie die Story hier, die Timeline wird hier irgendwie beendet, ganz klar. Der Rubel wird rollen, ja, der Film generiert jetzt schon, trotz dass er eigentlich so schlecht aufgenommen wird, Kohle ohne Ende, ja, ich meine mal, noch geiler ist ja in den USA, kann man den ja gleich parallel, kann man den auch streamen bei Peacock, ja, das ist auch schon ein komisches Auswertungsmodell, und trotzdem läuft der Film relativ gut, und wäre ich jünger, würde ich sagen, ja, das ist so ein Date-Movie, wie schon bei Smile, wieder rein, aber im Endeffekt ist halt die Frage, was für Erwartungen hat man an einen Halloween-Film, man will einfach nur mal gesehen, wie er und dann bekommst du einen Film vorgesetzt, der ambitioniert sein will, aber der dann irgendwie nicht dazu passt. Weil dieses Konzept selber, das war schon bei der Jurassic World Trilogie so, das war mit der Star Wars Sequel, weil es eine Star Wars Sequel Trilogie war das so. Bevor man damit anfängt, sollte man lieber ein durchgängiges Konzept für 3 Filme aufbauen. Damit man auch wirklich keine Logiklücken oder sonst was hat, damit das Ganze auch ein Stück weit für den Zuschauer nachvollziehbar ist, dass man sagen kann, okay, gut, das sind 3 Filme, die gucke ich mir gerne am Stück an, weil sie wirklich gut zueinander passen. Hier definitiv nicht. Halloween 2018 war, sagen wir es mal so, er versuchte noch so wie das Original zu sein, sich in vielen Momenten zurückzuhalten, Spannung aufzubauen, ja, und ganz langsam wieder den Schrecken zurückzubringen. Und das war auch irgendwo nachvollziehbar. Teil 3 sagen wir es mal so, Halloween Kills war einfach nur eine Aneinanderreihung von kruden Kills, von irgendwelchen unfreiwillig komischen Einlagen, Lynchmob-Mentalität, und Teil 3 ist halt ein Film, der Ambitionen haben will, der Anspruch haben möchte und trotzdem dann wirklich so viele Klischees bedient und in so viele Fettnäpfchen reinlatscht, sagen wir es mal so, ja. Und zu mir soll keiner kommen und sagen, Lord, ich hab gesehen, du bist das ultimativ böse, ich hab's in deinen Augen gesehen. Sag ich so, ja, wir sind jetzt drauf gekommen. Achso, ich habe letztens eine tote Ratte vor deine Tür gelegt, die war aber aus Gummi gewesen. Das war nur ein Prank, ich bin nicht böse. Sorry, tut mir leid. Ja, und die ganze Zeit, ja, auch nachdem der Film aus war, gingen mir so Gedanken durch den Kopf, wie man das hätte von der Handlung her viel schlüssiger aufklären können, ja.
Ja, aber stattdessen, ja komm, wir bauen noch eine geile Szene ein. Tech-Team-Metzel-Action mit Michi und Corey. Ja, und dann ist keine Tech-Team-Metzel-Action mehr, nein, sondern eher so der Verrat. Oh, ich verrate dich jetzt, gib mir die Maske. Ich will jetzt meinen Plan durchziehen. Also es gab scheinbar viele Dinge, die während des Drehbuchschreibens immer wieder verworfen worden sind. Ja, wenn man sich dachte, ja, wir wollen den Leuten noch in erster Linie einen unterhaltsamen Film bieten. Wir wollen sie jetzt nicht großartig belasten, die sollen auch nicht großartig nachdenken, sie sollen sich einfach berieseln lassen und so weiter. Und deswegen kommt ein Großteil der Kills, die kommen erst in der letzten halben Stunde, ja. Ja, die sind ganz ordentlich. Die Ärzte 18 resultiert hier wohl eher daraus, dass wir am Ende wieder so ein bisschen diese Selbstjustizschiene hier fahren. Aber das war ganz ordentlich gewesen. Ich brauche nicht ewig die ganze Zeit Gekröse oder so. Ein Film kann sich ruhig langsam aufbauen und dann am Ende von mir aus ein Stück weit eskalieren, was der Film auch tut. Aber letzten Endes ist es nicht dieses epische Ende. Vor allem die Schlussszene selber ist zwar konsequent, ja, aber es ist, zeichnet auch irgendwie so die Paranoia, die die Figuren haben, ja, laut den Drehbuchschreibern allgemein. Und wenn dann natürlich der Abspann kommt, man weiß ganz genau, es wird nicht enden. Diese Timeline ist beendet, aber man kann trotzdem in ein paar Jahren kann man eine andere Timeline aufmachen. Man kann den Charakter Laurie Strode und so weiter, man kann die alle vernachlässigen. Man kann vielleicht sagen, ja, die ist da oder die ist mittlerweile gestorben, weil sie eine alte Frau ist und so weiter. Man kann immer was Neues dazu dichten, immer eine neue Timeline aufmachen. Ist halt die Frage, wollen die Leute das so? Wollen die das halt so? Sind die Erwartungen, sind die Ansprüche nicht, also eigentlich gar nicht gegeben oder was? Ich weiß es persönlich nicht. Also ich muss sagen, für mich ist der Film auf einem Level mit Halloween Kills. Ja, diesmal sind es allerdings doch Ambitionen, die ihn irgendwie davor retten zu scheitern. Corey ist so die einzige, würde ich sagen, menschliche Figur neben guten Ronald, diesen Schrottplatzbesitzer, der eigentlich das einzige für mich bedauerliche Opfer in dem Film war. Der auch nicht durch Corey oder Michi stirbt, der war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort, wobei er musste eigentlich an diesem Ort sein, sagen wir es mal so, weil die Handlung es halt so wollte. Ja, vieles in diesem Film ist halt forciert, muss man quasi sagen. Es ist forciert, es wird so hingeschraubt, hingedreht, dass wir da irgendwie jetzt aus der Nummer rauskommen, ja. Und deswegen, es ist ein Film, der versucht alles oder vieles anders zu machen, der die Formel schön auf den Kopf dreht, aber man hätte es einfach ganz anders gestalten sollen, ganz einfach ausfleischen sollen, ja. Der Film, der macht es sich unnötig kompliziert, ohne dass ich sagen würde, das ist ein komplizierter Film, aber es wirkt irgendwie so, es kommt halt einfach so rüber. Vielleicht würde ein Extended Cut oder sowas das Ganze vielleicht dem Film in einem etwas anderen Licht erscheinen lassen, aber ich muss halt aber auch sagen, dass dieser Film genauso wie Kills, der wurde nicht für mich gemacht, ja, der wurde für eine neue Zuschauerschaft gemacht, die sie einfach so ein bisschen berieseln lassen wollen, ja, kann ruhig auch unlogischer Scheiß passieren und so weiter, das gehört zu Slashern auch dazu, ja, aber ich muss sagen, der Film ist deutlich, deutlich übers Ziel hinausgeschossen, ja, deutlich, das sind Dinge, da sind Sachen passiert, das kannst du dir ja gar nicht ausdenken, aber okay, es ist halt nun mal so, ne? Und jetzt muss man halt quasi damit leben, dass halt dieser Film existiert. Und ich muss sagen, das letzte Mal, wo ich mich wirklich vor Michi Myers gegruselt habe, das war 1998 gewesen, in Halloween Age 20, der eigentlich sauber die Timeline, also es war damals schon mal der Versuch gewesen, die Story abzuschließen in Laurie Strode. Das Problem ist allerdings, wenn ein Film, der gut, ordentlich, solide produziert ist, ja, egal wie die Kritiken sind, wenn er zu viel Geld einspielt, dann ist es halt so, dann sagen die Produzenten ganz klar, oh, ja, machen wir noch einen weiteren Teil. Wir können das natürlich umändern, dass sie nicht den Michael am Ende enthauptet ist, sondern jemand anders quasi, den Michael die Maske übergezogen hat. Und dann machen wir das so eine Handlung. Das hat natürlich geführt zu Halloween Resurrection. Für mich immer noch, sagen wir es so, noch vor Kills, vor Ends, der schlechteste Halloween-Teil überhaupt, aber man muss dazu sagen, Ends und Kills sind auch beides Filme, die auch nie in meine Sammlung wandern werden. Halloween bleibt bei mir unvollständig. Ich muss aber auch sagen, hat man ein Halloween gesehen, hat man sie eigentlich alle gesehen. Ich würde natürlich interessieren, was Carpenter eigentlich von dem Film hält, denn immerhin bekommt er dafür Checks, ja, weil er ist immerhin, was den Soundtrack angeht, daran beteiligt, ja, vor allem, wenn man bedenkt, seine Aussagen vor vielen, vielen Jahren zu den Rob Zombie Filmen, ja, wie er die fand und so weiter. Und das ist hier auch nicht besser. Aber sagen wir es mal so, Geld regiert die Welt. Und so ist es halt auch bei solchen Urgesteinen
aus der Horrorszene, wie John Carpenter eben. Und von mir bekommt Halloween Ends 4 von 10 Halloween-Kürbisse, genauso wie Halloween-Kills, sagen wir es mal so. Natürlich sind hier Geschmäcker verschieden, jedem wird der Film anders gefallen, ja, sagen wir es mal so. Es gibt eine Menge, wo man sich quasi auch darüber austauschen kann, was den Film quasi angeht, ja. Und deswegen könnt ihr natürlich unten in die Kommentare eure Gedanken, eure Gefühle zu dem Film reinschreiben, wenn ihr den schon gesehen habt oder ob ihr ihn überhaupt euch anschauen wollt und welche Dinge euch an diesem Film vielleicht gefallen haben oder nicht gefallen haben. Ihr könnt alles unten in die Kommentare reinschnetzeln. Ansonsten könnt ihr ruhig mal in der Horror-Oktober-Playlist vorbeischauen, falls ihr einige Videos verpasst habt. Es sind jetzt noch nicht so viele Videos, aber es wird noch ein bisschen was kommen. Es werden auch noch zwei Videos zu zwei anderen durchaus bekannten Horror-Franchises kommen. Ja, da werden wir uns dann auch in zwei unterschiedliche Richtungen bewegen. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass euch diese schockierende Horror-Oktober-Filmkritik-Review zu Halloween Ends gefallen hat. Wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder zu einer weiteren horrormäßigen Video hier auf Lord Gum Gum Full, The Other Side of Movies. Ciao, euer Chris.